21.45 Uhr. Willkommen bei MDR Aktuell. Ohne Chemie geht wenig in unserem täglichen Leben. Sie ist quasi überall. In der Fernbedienung Ihres Fernsehers, im Bezug Ihrer Couch, auf der Sie vielleicht gerade sitzen, und auch in Möglichkeiten, die Sie sich zum Fernsehabend gönnen. Umso beunruhigender ist der starke Produktionsrückgang, den die Halbjahresbilanz des Verbandes der chemischen Industrie heute offengelegt hat. Auch bei uns in Mitteldeutschland wächst nun die Sorge vor einer Kettenreaktion. Schließlich ist die Chemieindustrie oft das erste Glied in der Wertschöpfungskette. Die SKW-Stickstoffwerke Piesteritz. Hier herrscht derzeit Flaute. Ein Teil der Produktion steht noch immer still. Der Grund dafür ist komplex. Russland wird gestattet, durch die Bundesregierung mehr oder weniger getragen, massiv russischen Harnstoff in den europäischen Markt zu bringen. Der Harnstoff ist zentral für die Herstellung von Düngemitteln, die hier produziert werden. Dafür braucht es wiederum Erdgas als Rohstoff. Doch das ist hier knapp, anders als in Russland. Russische Produzenten können viel günstiger produzieren, da das Gas da kostenlos verfügbar ist. Und damit sind sie konkurrenzlos günstig. Aber die Chemieindustrie in Deutschland hat nicht nur mit den Rohstoffpreisen zu kämpfen, sondern auch mit zahlreichen weiteren Problemen. Die Halbjahresbilanz des Verbands der chemischen Industrie fiel heute pessimistisch aus. Ich spreche von dem verkrusteten Steuersystem, der überbordenden Bürokratie, den langsamen Genehmigungsverfahren und der Vielzahl kleinteiliger und teilweise widersprüchlicher Regulierungen. Die Probleme schlagen sich in den Zahlen nieder. Lag die Chemieproduktion im Jahr 2021 noch im positiven Bereich, sank sie in der ersten Jahreshälfte des vergangenen Jahres um 5,9%. Deutlich stärker fällt der Rückgang in diesem Jahr aus. Der Wert sank nochmals um 16,5%. Ein ähnliches Bild zeigt sich am Chemiestandort Leuna. Sehr viele unserer Kunden sind mit erheblichen Problemen konfrontiert, die insbesondere aus den weltweit nicht mehr wettbewerbsfähigen Industrie-, Strom- und Energiepreisen resultieren. Das wirkt sich in der Form konkret aus, als dass wir doch verringerte Produktionsaktivitäten sehen, ein verringertes Produktionsvolumen. Die Kunden haben Schwierigkeiten, ihre Produkte wiederum auf den Märkten weltweit unterzubringen. Und demzufolge wird natürlich Produktion gedrosselt bzw. partiell auch verlagert an andere Standorte. Das gefährde letztendlich auch Arbeitsplätze. Davor warnt man auch in Piesteritz. Wir bei SKW beschäftigen ungefähr 850 Mitarbeiter direkt. Am Werk allerdings, an SKW Piesteritz, hängen in der Region ungefähr 10.000 Arbeitsplätze. Das ist eine Dominokette. Wenn es uns nicht geben würde, dann hätten die anderen 9.000 Arbeitsplätze entsprechend Probleme, eine Beschäftigung zu finden. Zur Bewältigung der Krise sehen Industrieverbände Politiker auf allen Ebenen in der Pflicht. Sie fordern vereinfachte Genehmigungsverfahren und vor allem wettbewerbsfähige Energiepreise. Einige gehen parallel dazu neue Wege. Sie versuchen, sich durch den Ausbau erneuerbarer Energiequellen unabhängiger zu machen.